Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Zoo 2 Animal Park. So, ich habe natürlich alles wieder rausgenommen aus dem Gehege. Also meine Brillenpelikane, naja, die wollten halt tatsächlich so gereinigt, bespielt und gefüttert werden. Das machen wir jetzt mal fertig und dann kriegen wir doch kleines Bürgermeisterchen. Erledigt. Na, immerhin, eine Spielinsel haben wir bekommen, ein paar Taler und ein paar Erfahrungspunkte. Und natürlich geht es weiter. Wunderbar. Das ist also der neue Brillenpelikan. Der Bürgermeister hat uns allen bei seinem letzten Besuch davon vorgeschwärmt. Ich muss ihn mal selber sehen. Ja. Ja, das ist das kleine Bürgermeisterchen. Ja, der sieht aber ganz schön überrumpelt aus. Ja, der Herr Kollege kommt fast täglich vorbei und will ihn den ganzen Tag streicheln. Das tut dem armen Vogel, glaube ich, nicht so gut. Bestimmt nicht. Pelikane sind keine Haustiere. Habt ihr mal daran gedacht, einen zweiten Pelikan zu holen? Ja, habe ich schon. Ich denke, wenn er etwas Gesellschaft hat, lässt er sich das nicht mehr gefallen. Und vielleicht beschützt ihn ein Partner auch etwas. Ja, haben wir schon. Oh Gott sei Dank, es zählt. Sehr gut. Ich hatte jetzt schon so kleine Bedenken. Okay. Haben wir das auch erledigt. Wieder 20.000 Münzen, 60.000 Erfahrungspunkte. Schön. Oh, ich weiß, Sie wollten mich ja nur noch mehr ehren mit einem zweiten Bürgermeistervogel. Aber dieses neue Tier ist garstig. Ich wollte die Pelikane streicheln und ich wurde angeflappt. Jetzt hat der Pelikan hoffentlich etwas Ruhe vom Bürgermeister. Sehr schön, da haben wir doch mal ein paar Erfahrungspunkte jetzt hier schon zusammengesammelt. Schön, schön. Oh, da kommt der Kollege schon wieder an und er hat Frau Dr. Vogel im Schlepptau. Oh nein. Ich kann mir schon denken, was er will. Ja, ich auch. Hallo, Herr Bürgermeister, Frau Dr. Vogel. Ich komme mit einer äußerst wichtigen Angelegenheit. Unsere Städte haben sich ja beide dem Artenschutz verpflichtet. Und Frau Dr. Vogel stimmt mir voll und ganz zu, dass der Fortbestand der Pelikane unsere oberste Priorität sein soll. Ich lasse die Frau Doktorin mal erklären. Ich kontaktiere derweil schon einmal die Zeitung. Diese Brillenpelikane sind nicht wirklich vor dem Aussterben bedroht, aber ich blicke kaum noch bei meinem Postfach durch. Und das Telefon klingelt auch ununterbrochen. Pelikane dies, Pelikane das. Natürlich ist das alles als eilig markiert. Bitte helfen Sie mir doch dabei, das hier zu erledigen. Averia und ich unterstützen Sie natürlich. Schließlich haben wir auch etwas davon. Und der Bürgermeister gibt dann hoffentlich Ruhe. Okay, du meine Güte. Ja, der Herr Bürgermeister ist etwas anstrengend, würde ich mal behaupten. Okay, so schön, dann können wir ja mal das Futter wieder reinstellen. Und ja, haben wir denn jetzt hier nicht eine Spielinsel gekriegt oder haben wir nur einen Teil gekriegt? Haben wir, wo ist er denn? Meine Güte, nö. Haben wir doch hier bekommen, oder nicht? Oder hat sich das jetzt nur freigeschaltet? Hallo? Hallo? Ich hätte da gern, Moment, wir sind bei Wasser. Hä? Bin ich jetzt ganz Mischu, sag mal? Hat sich das jetzt nur freigeschaltet? Nee, nicht wirklich bei Tiere, bei Gehege. Aber, hä? Ja, wenn man richtig lesen würde, dann würde man natürlich sehen, dass man das wohl als Puzzleteil bekommen hat. Nun gut. Hier unten, guck mal, hätte ich auch nicht gebraucht, aber macht ja nichts, ne? So, okay, dann stellen wir mal diese Spielinsel auch hier hinein. Jawohl. Und ja, keine Ahnung, wollen wir hier so ein Ding noch mit reinstellen? Oh, können wir ja mal machen, oder? So, dann können wir die hier bespielen lassen, normal füttern endlich mal. Und da muss ich mal schauen. Wir können doch hier, glaube ich, bei Info gucken. 1 von 3. Naja gut, das haben wir ja theoretisch im Hauptzoo. Also werde ich das denn wohl mal, ja, über kurz oder lang. Ja,
machen. Vielleicht. Eventuell. Oh je, oh je, oh je. Hier ist was los, sag ich. Ist eine Glitch doch da nicht durch. Ne, sagen Sie mal. Hat der sich jetzt durch den Sand gebuddelt? Ja, da ist eine Höhle, Leute. Da ist einfach nur eine Höhle. Da versteckt der sich jetzt drin. Guck, da kommt er wieder raus. Also manchmal sind die Glitches schon, speziell, nicht? Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Aufgabe erstmal soweit durch erledigt. Dann kann ich ja theoretisch in den Hauptzoo zurückgehen. Da werde ich mal gucken, was wir dort an Wassergehegen bzw. an Stellen haben. Weil ich muss ja eigentlich noch weiter ausbauen bei dem einen, ne? Da hatten wir ja schon das Dilemma, ne? Ah ja, guck mal, hier kann ich euch auch voller Stolz berichten, dass ich den ersten Level 4er bekommen habe. Und der ganze Rest lässt sich echt Zeit. Meine Güte, ich sag's euch, es ist nicht so einfach. Ne, guck mal, wir können ja gar nichts züchten. Ja, was ist denn hier los? Oh Mann, jetzt muss ich überlegen, wo hatte ich mein Wasser hin? Hatten wir das hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei den Seeottern hatten wir doch das, wo ich nicht züchten kann, weil ich zwei brauche, ne? Ging ja um die Seeotter-Quest hier an der Seite. Was anderes war es ja jetzt erstmal nicht. Naja, dann können wir doch. Ausbauen darf ich, also, ne, will ich ja nicht. nein. Und dann entfernen wir dieses Mal, gehen zurück nach Tannenhain und platzieren den mal gleich. Und dann können wir ja hier doch mal gleich loslegen. So ganz nebenbei, ne, wenn ich den jetzt hier noch irgendwie reinkriege. Ich glaube, wir verschieben der Gerät hier mal so ein bisschen ins Eck vielleicht. Und du kannst ja vielleicht mal hier so hin. So, und dann gucken wir mal, ob wir den Stall hier noch irgendwie reingequetscht kriegen. Oh, bei dem Wassergehegen finde ich das echt schwierig. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, guck mal, dann nehmen wir das hier vielleicht mal einen Tucken runter noch. Ja. Dann können wir das hier noch ein bisschen rüberschieben. Dann ist das ja hier nicht ganz so voll gebaut. Okay, dann geht es los. 4%. Na, holla die Waldfee. Na, also das wird sich denn jetzt wieder ein Weilchen ziehen. Feine Sache. Gut, dann möchte ich gerne noch mal im Koyali-Park nach dem Rechten gucken. Ob da vielleicht eine Zucht am Laufen war. Beziehungsweise, ja, ich glaube, ich hatte sie an. Sieht man ja auch. Nebenbei möchte ich aber an dieser Stelle mal erwähnen, dass ich zwei Nachbar- bzw. Freundeplätze freigemacht habe. Da gab es zwei Personen, die mich seit Mitte April nicht mehr besucht haben. Und demzufolge habe ich die Plätze freigemacht. Die sollten denn bei euch jetzt auch als frei erscheinen. Ja? Okay, bei den Zebras hat es schon mal nicht geklappt. Schade, schade. Ja, und da ich ja in-game immer nicht so wirklich weiß, wer ihr seid, wäre das wirklich, wirklich toll, wenn ihr vielleicht vorher in den Kommentaren hier mal schreibt, wer ihr seid, also mit eurem YouTube-Namen vielleicht mal runterschreiben, hier, ich bin der und sowieso und werde mich bei dir melden, also, ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Weil ihr heißt oft in-game, also hier im Zoo, ganz anders als auf YouTube. Und dann kommt wieder, oh, es war wieder schon alles belegt. Ne? Also ich werde nicht einfach annehmen, ja. Und drauf warten, wer da schreibt. Und wenn keiner schreibt, dann ist es eben so, ne? Alles klar. So, haben wir das erledigt. Unsere Pelikane sind in der Zucht. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Jahre ich dafür brauche, 3 Stück zu züchten. Ja, das ist schon ein Nümmerchen. Juti, ihr Süßen, dann bedanke ich mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Sag mal, ich wollte dahin klicken. Tschüss.